Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute geht es nochmal um das beliebte Thema Cross Progression. Da gibt es neue Informationen. Ich muss aber soweit schon enttäuschen, es ist noch immer nicht klar, wann es kommt. Aber einer der hohen Respawn-Mitarbeiter, Chad Grenier, hat sich zu Wort gemeldet auf Twitter. Und was das Problem dahinter aktuell zu sein scheint, warum wir es jetzt nicht schneller bekommen, als wir es eigentlich hätten kriegen können. Ich gehe nochmal auf den Tausch zwischen Prowler und Spitfire ein. Es bekräftigt sich immer mehr, weil das Thema immer mehr aufgegriffen wird, dass es tatsächlich so passiert, dass die Prowler aus dem Care-Package fliegt und die Spitfire reingeht. Und warum ich denke, dass die Prowler nach der Rückkehr OP sein wird, werde ich gleich drauf eingehen. Und was die Dragon LMG mit dem Wechsel von der Spitfire ins Care Package zu tun hat. Das bekräftigt nämlich meiner Meinung nach, und damit fange ich jetzt einfach mal an, es bekräftigt für mich, dass die Dragon LMG als Floor-Waffe tatsächlich in Season 10 die neue Waffe sein wird. Ich blende es hier nochmal ein. Schon ein paar Mal berichtet, habe ich letztens erst wieder gezeigt. Ich sage euch, warum ich denke, dass es tatsächlich zu stimmen scheint. Nummer 1, also ich habe vor ein paar Tagen erst drüber berichtet, der Dataminer Someone Who Leaks hat ein Muster bei Respawn festgestellt, dass jedes Mal kurz bevor etwas Neues in eine Season kommen soll, was noch nicht lange in den Gamefiles ist, das verschwindet auf einmal. Die Texturen fliegen aus den Gamefiles raus. Und er hat beobachtet, dass das bei der Dragon LMG jetzt seit dem Patch 9.1 genauso zu sein scheint. Indiz Nummer 2. Es ist eine leichte Waffe. Wir haben noch nie, seitdem wir Apex Legends zocken und neue Waffen bekommen, haben wir noch nie, ihr könnt mich gerne berichtigen, sollte ich da auf dem Holzweg sein, wir haben noch nie als neue Waffe eine Waffe bekommen, die leichte Munition trägt. Und als drittes, eine LMG fliegt ja aus dem normalen Lootpool raus und geht ins Care Package, das ist die Spitfire. Und eine neue LMG kommt quasi ins Spiel als Floorwaffe. Das sind meine drei Indizien, warum ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Dragon LMG in Season 10 die nächste Waffe sein wird. So, warum denke ich jetzt, dass die Prowler, wenn sie zurückkommt, overpowered sein wird? Wir kennen das, geht eine Waffe ins Care Package, wird sie gebufft. Sie wird stärker, damit sie es auch lohnt, dass man sie so selten findet, aber dann richtig reinhaut. Und die Waffe, die aus dem Care Package rausfliegt, wird logischerweise abgeschwächt. Meistens weniger Munition. Das soll bei der Prowler übrigens so sein. Das größte Magazin, Lila und Gold, soll von 35 auf 30 reduziert werden. Und ich gehe auch davon aus, dass der Grundschaden reduziert wird. Und da ist nämlich der Haken, wo ich denke, sie könnte OP sein. Denn die Informationen, die ich gefunden habe, die lassen darauf Aufschluss geben, dass der Hop-Up für den Feuermodus schon integriert ist. Das kennen wir von der Peacekeeper und das kennen wir von der Triple Take. Die haben beide denselben Hop-Up und seit einigen Seasons ist es so, dass diese Hop-Ups schon integriert sind, weil sonst müsste wahrscheinlich, wenn die Prowler zurückkommt, wieder ein Hop-Up integriert werden, nämlich dieser Fire Receiving Mod, und es müsste ein anderer Mod, der jetzt gerade im Spiel ist, vielleicht wieder entfernt werden. Und es ist davon auszugehen, tatsächlich laut meinen Informationen, dass der Mod integriert sein wird. Und wenn wir tatsächlich von Anfang an, wenn wir die Prowler finden, keinen Mod brauchen, sofort losballern können zwischen vollautomatisch und dem 5-Salven-Modus, dann ist meiner Meinung nach die Prowler OP. Das war ja schließlich auch der Grund, warum sie ins Care Package gewandert ist. Und deswegen bin ich gespannt, wenn in Season 10 das tatsächlich so passiert, wovon wir tatsächlich ausgehen können, inwieweit die Prowler von den Stats angepasst wird, falls tatsächlich der Mod integriert ist. Das dazu, und jetzt fangen wir nochmal schnell oder fassen wir nochmal schnell das Thema Cross Progression an. Und zwar, wer es nicht weiß, ich muss es einfach der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Cross Progression ist, wenn du keinen Bock mehr auf PlayStation zocken hast und willst deinen Account auf eine Xbox, PlayStation macht ja keinen Sinn, von Xbox auf PlayStation oder von PlayStation auf Xbox, PC, Switch und so weiter und willst es eben auf eine andere Plattform transferieren. Das ist Cross-Progression. Es ist eigentlich schon extremst hart in Arbeit. Klingt ein bisschen dämlich, oder? Egal. Aber Chad Grenier, einer der ganz hohen von Respawn, hat bestätigt, dass sie immer noch daran arbeiten. Aber die jüngsten Entwicklungen um die Hackerangriffe in Apex Legends und Titanfall, die Spiele teilweise unspielbar gemacht haben für kurze Zeit oder eben vielleicht auch Titanfall für längere Zeit, die schieben diesen Fortschritt extrem weit nach hinten. Das heißt, die Prioritäten für Respawn sind jetzt die Spiele
für Hacker schwieriger zu hacken zu machen. Könnt ihr mir folgen? Ich denke schon. Und deswegen ist Cross-Progression einfach jetzt in der Priorität weiter nach hinten gerutscht. Ich weiß zwar aktuell um den Stand des Fortschrittes ums Cross-Progression-System nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir weder in Season 10 Cross-Progression bekommen und wenn, dann frühestens in Season 11, Mitte Season 11. Ich gehe aber von noch später aus. Einfach um faktisch sicher zu gehen, dass Hacker weniger eine Chance haben, uns so eine Probleme zu bereiten, wie wir es vor ein paar Tagen erst hatten, wo wir alle nur durch Mühe und Not überhaupt zocken konnten, weil wir die Server ständig gewechselt haben. Ladies and Gentlemen, das waren alle Informationen, die ich bis hierhin gesammelt habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.